Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Space and Secrets Let's Play auf diesem Kanal. Ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich letztes Mal diesen einen Durchlauf wirklich, ich glaube, einen Zaubervorschluss verloren habe. Ich hätte noch einmal treffen müssen und ich habe es nicht geschafft. Und ich kann jetzt nicht drauf sitzen bleiben. Jetzt kommt sofort der nächste Part hier, weil ich muss es einfach schaffen. Und ich möchte auch upgraden und das Ganze, das Wissen möchte ich auch sammeln. Und ich bin wirklich sehr motiviert, das heute zu schaffen und ein Stück weiterzukommen in Space and Secrets. Und ja, zu erfahren, was da eigentlich gerade passiert im Schloss. Es macht mich so neugierig. Und ja, wir gehen jetzt rein in diesen Part. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das wird mich sehr, sehr unterstützen. Und wir gehen jetzt rein. Viel Spaß bei dem Video. Let's go! Hier sind wir wieder. Wir haben 876 Wissen. Das bedeutet, das ist leider nicht genug, um den Zauber abzugraden. Da brauche ich 1000. Ich habe mit ein paar Mitschülern noch gesprochen, nachdem ich den letzten Part aufgenommen habe und habe dadurch erfahren, dass man verschiedene Ebenen erreichen kann im Schloss. Und ja, erst wenn man eine Ebene fertig hat, speichert sich das Ganze und dann kann man auch wieder bei der Ebene beginnen. Und das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft und das lässt mich einfach nicht los, Leute. Wir gehen rein und machen das jetzt. Das gibt's ja nicht. Es lässt mich nicht los. So, direkt mal das Artefakt hier aufheben. Telekinese-Artefakt. Mit Telekinese kannst du ein lebloses Ziel mit hoher Geschwindigkeit beliebige Richtung schleudern. Cool. Aber ich habe den Telekinese-Zauber ja noch nicht, oder? Doch, habe ich. Was rede ich? Ja, klar. Klar habe ich den. Okay. Der ist aggro. Hä? Wieso kann ich den denn nicht wegschleudern? Der war doch gerade eh nah genug, oder? Naja, dann mache ich meinen alten Trick. Also der paralysiert die Sachen. Auch gut zu wissen. So, nächster Raum. Oh. Oh nein. Das war ja so dumm gerade. Ah, Mist. So, du gehst da mal rein. Okay. Das war ja jetzt so dumm, dass ich da reingewaschelt bin. Hört sich so an, als hätte ich die Ebene jetzt hier so, also die, den Raum hier geschafft. Ja. Mal gucken, ob da noch irgendwo was ist, weil da ist ein Säckchen. Aber wo? Ich werde das schon finden. War der hier drin? Nein. Ah, da! Gold. Genau. Das würden wir ja verlieren, wenn wir es nicht schaffen. So, die gehen ja schon relativ leicht. Die kümmern sich nicht. Okay. Oh. Ah, yes. Das habe ich mir gedacht, wenn ich den explodieren lasse, dass der den dann effektet und mit umbringt. So. Okay, hier mal wieder so ein lila Ding. Oh,
Nein, ich hab's nicht gesehen, dass da was kommt. Nein, ach, wie dumm. Meine Mana muss aufladen. Ach. Kannst du mal dann sterben? So? Der ist ja voll hart. Jetzt. Okay. Der war echt gar nicht so leicht. Hartnäckig. Okay, wieder so einen paralysierenden. Bleib in der Luft. Jetzt muss ich meine Mana aufladen. Oh, der kommt mir ja nach. Stimmt. Krass, wie viele verschiedene Gegnertypen es gibt. So, geschafft. Hier war aber nichts mehr. Okay. So. Uhuhu. Ey, der Kleine ist echt nervig. Was ist das? Ein Fuchs? Mann. Gar nicht gut. Okay, gut. Ebene geschafft. Raum geschafft. Nicht Ebene. Raum. Da war noch ein Sack, den habe ich vorhin schon gesehen. Wie viele Räume hat eine Ebene? Das wäre auch noch interessant zu wissen. Wahrscheinlich unterschiedlich. Grundlagen der Greifenkunde. Eine Feder, die einem Greifen auf böswillige Weise entwendet wurde, ist machtlos und verfügt über keine magischen Fähigkeiten. Es ist essentiell wichtig, dass der Greif die Feder freiwillig gegeben hat, damit sie ihre Macht entfaltet. Ja, wir haben eine freiwillig bekommen. Okay, hier geht's weiter. Oh. Nächste Räume. Oh je. Oh Gott. Ah. Mist, 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 Mist. Wo ist er denn? Ah, Mist. Jetzt kommt er wieder raus. Mist. Man muss sich so konzentrieren, weil ich darf keine Leben mehr verlieren, sonst werde ich das nie schaffen. Yes. Schon wieder geschafft? What? Ja, cool. Ich muss mich nur konzentrieren, dann schaffe ich das schon. Leute, glaubt ihr an mich? Oh nein. Ich muss Chat suchen. Der hätte noch ein Herzchen für mich. Dann kann ich mit Full Life reingehen. Ja, den kennen wir ja schon. Hm. Ist das ein Rätsel? Ich gehe doch mal zurück. Irgendwo muss doch Chat sein, oder? Warte, da geht's doch weiter. Okay, der rote Raum ist der Bossraum. Endbossraum. Okay, hier sind noch welche. Jetzt könnte ich halt... Ja, jetzt könnte ich halt noch Leben verlieren, wenn es blöd hergeht. Genau, das meinte ich. Geh weg von mir. So. Ah, komm mal her.
Oh nein, ich bin so dumm. Echt. Manchmal frage ich mich auch selber. So, geh K.O. Yay. Ey, das war jetzt so stupid. Echt. Das hätte echt nicht sein müssen. Ich dachte, es geht sich aus, dass es vorbeigeht an mir. Aber nein. Ich muss ja eigentlich nur ihn finden. Genau. Aber er ist halt auch immer woanders. So, bitte ein Herzchen. Danke. So, aufheben. Jetzt habe ich halt wenigstens das. Wenigstens. Hätte ich mir den Trank auch holen sollen? Ich weiß nicht. Okay, dann gehen wir jetzt in den Bossfight, oder? Da ist wieder eine Zeitung. Da wäre halt auch noch ein Raum hier. Hier könnte ich wieder Herzchen verlieren. Da muss ich alle machen? Das weiß ich noch gar nicht. Nee, ich kämpfe jetzt mal mit dem Boss. Wir schaffen das schon. Ich verkleide mich einfach wieder als Mäuschen. Dann kriegen wir das schon hin. Das ist jetzt jemand anders. Nee, Farin die Geschickte. Nee, war das die? Nee. Das war ein anderer Gegner. Ich schlage euch alle schnell wieder Blitz, egal ob Abschlussjahrgang oder Lehrer. Niemand kann die Krone aufhalten. Was macht sie? Okay. Okay, ich kann sie da selber reinschubsen. Mist. Okay. Oh nein. Lauf, Girl, lauf. Nein, sie kann trotzdem. Oh, nee. Das ist ja richtig gemein. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das gibt's doch nicht. Nein! Leute! Ja, jetzt hat mich das fast erwischt. Das ist gar nicht so leicht. Was ich, wenn ich sie da selber reintreibe in ihre Dinger mit der Maus? Ich probiere das mal. Nee, funktioniert nicht. Das ist nicht leicht. Okay, so geht's leichter. Ah, lauf, 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 Mädchen! Okay, okay, ich muss nur das Richtige anvisieren. Alles klar. Dann kann ich das nehmen. Und auf sie bewegen.
Das war gut. Ja. Yeah. Oh nein, sie wird stärker. Sie wird wirklich stärker. Mist. Aber ich hab's ja auch gleich. Geh weg! Mist, geh, 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 geh. Lauf! Also sie paralysiert jetzt alles. Mist! Ah! Ich hab sie ja gleich. Ja! Ich hab sie! Da trifft mich klar der Schlag! Von einem Erstklässler besiegt, einfach schockierend. Oh, war das spannend. Puh, egal, die Krone kannst du trotzdem nicht aufhalten. Wer ist die Krone? Wer ist hier der Boss? Auszeichnung, besiege einen Ebenenboss. Ich habe einen Ebenenboss! Ich habe einen Ebenenboss besiegt, ja! Was passiert jetzt? Hallo? Meisterin Satori. Oh, hallo, ich bin Meisterin Satori. Falls du die Direktorin suchst, scheinbar ist sie tiefer in die Akademie vorgedrungen, um diesem Chaos Einhalt zu gebieten. Sie würde sich bestimmt über deine Hilfe freuen. Mir scheint, als ob die Eindringlinge gefährlicher werden, je tiefer man in die Akademie eindringt. Pass da drin auf dich auf. Ich kehre nun zum Schulhof zurück, triff mich an der äußeren Promenade. Ach, wir haben Meisterin Satori gefunden. Wenn du neue Zauber lernen möchtest. Ja klar, gerne. Die Klassenräume-Auszeichnung. Erreiche die zweite Ebene während eines Durchlaufs. Muss ich ja, oder? Das speichert mir ja nicht ab. Okay, wir haben hier noch ein Artefakt. Das holen wir uns. Überladene Batterie. Okay, wo gehen wir weiter? Geradeaus oder links? Ich glaube, ich gehe geradeaus. Oha, jetzt kämen wir in die Klassenräume. Okay. Naja, dann gehen wir mal rein und gucken uns das an. Was macht der? Der schwebt ja schon. Den kann ich gar nicht mehr zum Schweben bringen. Was macht der? Er hat mich jetzt noch nicht angegriffen. Und was ist das hier? Okay. Oh, ein Drache, süß! Nein! Das verfolgt mich ja auch. Okay, ciao. So, das ist gut. So, klatsch mal da dagegen. Sehr schön. Bam. Yay! Besiegt. Okay, das ist fertig. Was ist denn das? Ist das böse? LT? Was macht das? Untersuchung. Infoaushang. Die Schimmerjäger, wir verbinden Magie und Technologie. Wir studieren und experimentieren mit Artefakten aller Art. Schließe dich uns an, wenn du mehr aus deinen Zaubern herausholen willst. Oh. Was ist das? Das sieht sehr spannend aus. Da
Das ist ja krass, das verbindet mich mit dem irgendwie. Cool. So, hier gibt's noch eine Kiste, wurde mir versprochen, also will ich sie. Ich connecte mit dem Ding. Oder ist das die Kiste? Das kann natürlich auch sein. Dass das Ding die Kiste ist. Ach, da steht sie. Oh mein Gott, ich bin so blind. Teilweise bin ich wirklich blind. Okay, ich probiere das mal. Witzig. Ich weiß nicht, was es tut, aber es tut was. Keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Oh, ich habe jemanden gefunden. Hallo. Victor. Ich dachte schon, mit mir wäre es aus. Ein Glück, dass du hier bist und mich holst. Wir sehen uns im Greifenstein-Atrium. Am Ende kommen sie ja doch immer raus. Alleine. Okay, wir haben einen Schüler gefunden. Süß. Dann gucken wir direkt hier weiter. Ich glaube, das war eh der einzige Weg. Okay, neue Klassenräume. Boah, es sieht so cool aus. Das Schloss sieht so genial aus. Also mir wurde jetzt noch nicht erklärt, was es macht. Aber... blödes Ding. Aber es macht was. Ich muss da mit einem Schüler draußen sprechen. Dann wird mir das sicher erklärt. So. Hat mich gerade was getroffen? Nee. Ich habe nur jemanden besiegt. Au! Ah, der Geist schubst was auf mich zu. Wo ist er denn? Und macht sich unsichtbar, der Wicht. In der Nähe von der Kugel macht er sich unsichtbar? Oh. Activate. Kannst du das für mich aktivieren? Nein, kann er nicht. Mist, wie... Hä? Wie soll das gehen? Yay. Wie soll denn das gehen? Brauche ich dann einen speziellen Zauber dafür? Da steht noch ein Buch. Mal gucken. Artefakte sind Gegenstände, die die Zauber des Trägers verändern. Von Scherzartikel über nützliche Hilfe bis zu mächtigen Relikten. Artefakte kommen in allerlei Varianten. Ob sie nützlich, gefährlich oder sogar sinnlos sind, liegt in der Hand des Benutzers. Interesting. Das wäre so ein Rätsel. Irgendwie, die Rätsel sind sehr, sehr schwierig. Ich komme ja da nicht rüber. Unmöglich in der Zeit. Naja, ich kann ja nochmal zurückkommen. So, ja. Bam! 2-1. Sehr schön gemacht. Ah, da ist noch so einer. Lass den Sack in Ruhe! Du bist richtig gemein. Weißt du das?
Oh, das ist ja gebrochen hier. So ein gemeiner, blöder Geist schießt mich mit meinem eigenen Sack ab. Der Klappentext lässt verlauten. Meisterin Satori und Dr. Theodor Opot diskutieren die unterschiedlichen Methoden zur Weissagung. Die beeindruckenden Forschungsergebnisse werden mit einer kleinen Wette kandiert. Wer kann die Verkaufszahlen dieses Buches präziser vorhersagen? I don't know. Oh, da waren Fragezeichen. Komm schon. Nein! Oh Gott! So. Gehört dir. Gibt's ja nicht. Stopp! So. Oh. Yay. Ey, die Elektroschleime sind echt cool. Mit denen kann ich richtig gut die anderen besiegen. Das hat mich jetzt fast erwischt. Geschichte von Greifenstein. Wenn unerfahrene Magier das Zaubern lernen, können eine Menge unbeabsichtigte Dinge geschehen. Nach der großen Wichtelplage von 1874 wurde beschlossen, dass die Akademie eine selbstverwaltete Einrichtung wird. Seither obliegt es der Schulleitung, problematische Zwischenfälle an der Schule selbst zu lösen. Das ist ein problematischer Zwischenfall hier, der gerade hier passiert. Will ich nur mal sagen. Okay, den Raum haben wir auch fertig. Aber hier geht's gar nicht weiter, dann müssen wir wieder zurück. Oh, das ist so schön, der Garten hier. Oh, look at this, Leute. Aktivieren. Schnell lauf! Nee. Willst du mir nicht sagen, dass ich das letzte verpasst habe? Was habe ich für ein Pech, bitte? Kann ich denn irgendwie schneller laufen? Nee. Nein. Oh nein. Kann man... Nee, man kann nicht schneller laufen, oder? Ich probiere es noch einmal. Das gibt's doch nicht. Ey, das Game ist nicht leicht. Run, Girl, run. Ich würde interessieren, ob ich hier auch Zauber nutzen könnte, theoretisch. Run! Oh mein Gott, ja! Ey, das wird mir auch keine Ruhe lassen, ne? Also, wirklich nicht. Das ist eine absolute Katastrophe für mich und für meinen inneren Monk. Aber noch ein Fragezeichen. Oh, die Gärten sind richtig schön. Vielleicht ist es das Buch, das Fragezeichen? War ich hier schon? Ja. Wie komme ich her? Oh mein Gott. Ich finde es auch angenehm, dass die Ladezeiten nicht lange dauern. Muss ich auch mal sagen. Okay, da war ich. Dann gehe ich da nach vorne. Boah, es sieht nach Boss aus. Nein! Hi! Anton! Na, wie geht's? Wie geht's uns heute? Dankeschön für dein Herzchen. Wow, das ist voll schön hier! Anton, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Das hätte aber auch ein Bosskampf gegen... Hätte auch ein Bosskampf sein können. Vom Look her. Okay, wir müssen irgendwie den Bossraum finden, ne? Dort ging es nicht weiter. Wir haben ja unten die Minimap. Okay, dann... Von wo sind wir gekommen? Von hier. Das heißt, wir müssen hier hoch.
Ja, definitiv. Oh, ein Paralysegeist. Direkt fertig gemacht. Okay, den haben wir auch schnell. Mana aufladen. Okay. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Stromkasten ist. Da hätte ich den natürlich auch dagegen pfeffern können. Das ist sowas. Das verursacht Fliegen. Pass auf, pass auf, pass auf. Das tut ihm nix. Schade. Man muss die echt lernen. Die Geister. Aber der hat zum Glück nicht so viel Leben. Okay, es geht einmal nach vorne, einmal nach rechts. Wir gehen jetzt nach vorne. Ich vermute da den Bus. Noch nicht, okay. Tatsächlich noch nicht. Okay, wahrscheinlich da oder auch nicht. Oh, oh, oh. Ach, der ist so nervig. Der ist so nervig, der Kleine. Nimm den jetzt als Schutzschild. Spei mich mal an, kleiner Drache. Drache? So. Sehr gut. Sehr gut hast du das gemacht. Okay. Nein, ich hätte da die Kreaturen reinmachen können. Ach, die Kreaturen brauche ich, um Rätsel zu lösen. Okay, okay. Oder? Nee, die Kisten gehen auch. Hä? Das wird größer und da wird's kleiner. Ach, wie witzig. Okay. Dann kommt der da hin und der mittelgroße kommt in die Mitte. Oh, der. Nein. Der. So. Rätsel gelöst! Ich bin ein Profi. Ich bin ein Profi. Nicht. Aber einreden kann man sich sehr. Was war da? Ach ja. Was zum Lesen? Ich habe gerade keine Lust zu lesen. Ich bin lesefaul. So, hier rein da. Was lauert da? Ah, ein Boss. Ja, klar. Schaffe ich das jetzt, den zweiten Boss in Folge? Ich weiß ja nicht. Ich muss ja. Oh Gott, das sieht sehr gefährlich aus. Demolo der Rücksichtslose. Die Inkompetenz der anderen ist wirklich unfassbar. Nicht einmal einen Erstklässler wie dich konnten sie aufhalten. Sei es drum, den Aufstieg des Prinzen wirst du nicht verhindern. Wer ist denn das? Was machst du? Oh. Er fliegt. Oh, er baut Geschosse. Oh. Ah, ich kann die auch zerstören, ja.
Okay, da bleibt er stehen, wenn ich den levitiere. Das ist gut. Aber so richtig gut ist es auch noch nicht. Ach, das wird angesogen. Boah. Ja, das wird angesogen. Geil. Zerstör ihm das, dass er das nicht mehr schießen kann. Ich meine, er spawnt die ganze Zeit neue. Jetzt konnte er nichts schießen. Du kleiner Wicht. Bam. Was hast du davon? Oh Mist. So, komm schon. Hau ihn nochmal. Ging nicht. Nein, das war meiner. Fiesling. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Okay, der ist echt ein bisschen tricky. Der hat nämlich weit mehr Leben. Oh Mist. Darf ich auch wieder mal eins haben? Danke. Ah! Hey, der Kerl. Yes. Oh, ich hab grad so Glück gehabt. Bam! Bam! Müsste ich ihn dann auch levitieren in der Zeit? Oh nein, das hat mich getroffen. Mist, da muss ich besser aufpassen. Okay, Half-Life. So. Okay, ich soll die kaputt machen. Schnell, 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 schnell. Ah! Oh Gott, nein, das ist richtig dumm. Muss ihm die Vasen kaputt machen. Wie soll das gehen? Ach ja, wartet mal. Ich kann ihn ja zurückschlagen. Echt. Es ist so cool, man kommt immer wieder auf neue Sachen drauf. Nein! Oh nein, bitte nicht. Jetzt aber wirklich knapp.
Jetzt, oh Gott, ich habe nur mein halbes Leben. Wie soll ich das schaffen? Es tut mir leid, ich muss mich gerade mega konzentrieren, dass ich nicht gleich sterbe. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Traurig. Hab ich jetzt was geschafft? Och Mann, das gibt's doch nicht. Immer am Ende von den Parts. Geht's schlecht? Also ich meine, es ist normal. Bei so einem rundbasierten Game, irgendwann kann man einfach nicht mehr. Zurück zum Hub, ja. Bin traurig. Okay, aber wir haben ordentlich Wissen gesammelt. Ich mach mal gleich dieses Upgrade, dass ich mehr Schaden verursache, weil das... Nein, ich kann nicht! Erst ab 2000 willst du mich verarschen? Oh nee, ich rede mal mit den neuen Lehrern und den neuen Schülern, die ich gefunden habe. Dann kriege ich ja immer Wissen. Ich muss nur gucken, wo die sind. Och, Mano, Leute. Wer ist hier? Ey, wo ist denn der neue Schüler? Steht der woanders rum? Müssen wir mal darüber gucken. Da war ich mit euch sowieso noch nicht. Da stehen nämlich auch Schüler. Und da kann man die Tageszeit ändern. Ah, da ist die Lehrerin und der neue Schüler. Oder Schülerin. Hallo Dodo, schön dich wiederzusehen. Wenn du genug Erfahrung hast, bringe ich dir gerne Zauber aus dem zweiten Schuljahr bei. Du kannst sie aber ja erst lernen, wenn du schon alle aus dem ersten Schuljahr kennst. Besuche Dr. Theodor Upott auf dem zentralen Schulhof, um sie von ihm zu lernen. Danke. Okay, ja, jetzt habe ich ganz schön viel Wissen bekommen. Dankeschön, das war meine Hoffnung. Oh hey Dodo, ich hoffe, den anderen Schülern, die noch im Schloss verstecken, geht es gut. Eine wichtige Sache habe ich gelernt. Falls du nicht schon alle Schüler gerettet hast, stecken noch immer Mitschüler und Mitschülerinnen im Schloss fest. Wenn du sie rettest, werden sie dir mit etwas Erfahrung und einem hilfreichen Hinweis danken, sobald du sie hier im Hub triffst. Es gibt Gerüchte, dass die Zwillinge diesen Zwischenfall als Geschäftsmöglichkeit nutzen wollen. Vielleicht kannst du ihnen dabei helfen. Ja, von ihr kriege ich auch ein bisschen Wissen, nur 50. Aber die habe ich ja gerade nicht gefunden. Ich habe doch jemand anders gefunden. Das ist übrigens so ein Haus. Da können wir sich dann auch entscheiden für eins. Ich glaube sogar für alle, ich weiß es nicht. Okay. Ist er das nicht, den wir gefunden haben? Nee, das ist der Chat. Chat haben wir letztes Mal schon gefunden, glaube ich. Ah, da ist der neue Schüler. Hallo. Victor! Hi Dodo, wie geht's? Das Schloss ist wirklich ein spannender Ort, wenn man sich so alleine hindurch bewegt. Psst, ich habe ein Geheimnis für dich. Der Aufsteigenzauber gibt dir nicht nur ein tolles Gefühl von Freiheit, er ist auch im Kampf echt nützlich. Ich bin damit schon vielen Angriffen auf dem Boden ausgewichen und habe mich an Orte bewegt, die ich ohne ihn nicht erreicht hätte. Du hast dich selber bewegt? Der Aufsteigenzauber. Okay. Na, der muss ich mal gucken. Jetzt, ich will das eigentlich jetzt mal upgraden, bevor ich ein neues lerne. Also bei ihm kann man neue lernen. Erstklässerzauber. Genau.
Die kenne ich ja alle schon. Levitation, Maus und Schubser. Hä, die kenne ich ja alle schon. Und hier kann ich upgraden. Zaubergeschoss. Stufe 2, offensiver Zauber. Erschaffe ein Zaubergeschoss, um ein entferntes Ziel zu attackieren. Es wirkt nicht gegen befreundete Ziele. Lade diesen Zauber auf, um den vom Zaubergeschoss verursachten Schaden zu steigern. Soll ich das tun? Ich weiß es nicht. Soll ich upgraden oder soll ich einen Zweitklässler-Zauber lernen, Leute? Helft mir mal bei der Entscheidung. Ich kann mich gerade nicht wirklich entscheiden, ob ich einen Zweitklässler-Zauber lernen soll oder ob ich die Erstklässler-Zauber verbessern soll. Helft mir gerne in den Kommentaren, schreibt mir rein, was ich machen soll und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann hoffentlich Ebene 2 auch fertigstellen. Ich glaube, das ganze Let's Play dauert noch ein bisschen länger. Ich dachte nicht, dass ich so schlecht bin. Also ich muss das jetzt ehrlicherweise sagen. Keine Ahnung, warum ich so oft sterbe, aber irgendwie, also es macht mir Spaß. Also es motiviert mich wirklich weiterzumachen, weil ich will das schaffen. Das gibt's ja nicht. Aber es ist echt nicht ganz so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Was aber auch sehr positiv ist, finde ich. Weil manche Games sind eh ein bisschen zu leicht, finde ich. Und das Ganze ist ja auch ein Roguelite-Game. Also ein Roguelike auf cozy irgendwie. Deswegen, ich finde es cool. Ich finde es toll, dass es eine Herausforderung ist. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und helft mir, was ich tun soll. Schreibt rein. Ich weiß nämlich wirklich nicht. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.